Ja, Leute, hier in Laos gerade seit einiger Zeit gedrückte Stimmung, weil ich jetzt vorher zurück nach Thailand gehen werde. Und was noch ein bisschen trauriger ist, ohne die Mai leider. I go back to Thailand without you, ne? Now, today. Ne? Warum das so ist, erzähle ich euch gleich noch. Really bad. Ja. Wieder der große Grenzfluss, der Mekong, auf der einen Seite Laos und da hinten ist Thailand bzw. Mukdahan. So, liebe Thailand-Community, wir haben es jetzt, lass mal gucken, kurz vor 6. Hier startet gerade mein Bus an der laotischen Grenze, direkt in Mukdahan. Jetzt geht es erstmal nach Ryong. Ich denke mal, der Bus wird so seine 12, 13, 14 Stunden brauchen. Dementsprechend werde ich morgen früh vermutlich so zwischen 6 und 7 in Ryong ankommen. Das Gute ist, von Ryong nach Chantaburi im sogenannten Home Sweet Home ist es nur noch ein Katzensprung. Hier stellen sich natürlich viele die Frage, warum habe ich Laos verlassen, zurück nach Thailand und dann noch ohne die Mai? Tja, hat einen ganz starken Grund. Aber Leute, das erzähle ich euch, wenn ich in Ruhe, hier ist ein bisschen laut, in Ruhe zu Hause angekommen bin. Also in diesem Video quasi jetzt. So, liebe Thailand-Community, ja, das sieht ganz gut aus. Ich muss hier gerade mal ein bisschen improvisieren. Ne, weil das ganze Stativ oder so, das hat die Mai noch in Laos wegen Bilder machen und so. Aber ich will euch, das ist ein bisschen zu groß hier, aber es geht ja nicht um meinen Anblick, es geht ja ums, was ich zu erzählen habe. Ja, warum? Nach Thailand wieder zurück. Aber das war ja absehbar, dass ich nur eine gewisse Zeit oder wir eine gewisse Zeit nur da sind oder da bleiben. Aber warum ohne die Mai? Naja, ich musste zu dem Zeitpunkt wieder zurück, das war halt, ich mache mich mal ein bisschen kleiner, so angedacht, weil ihr kennt das ja wahrscheinlich, ihr fliegt in Urlaub 2 Wochen und ihr habt vielleicht nur 2 Wochen Urlaub, ich bin ja berufstätig, für die Leute, die jetzt wieder die Frage stellen, was macht der Frank denn beruflich, packe ich unten in die Videobeschreibung nochmal ein Video, was ich speziell zu diesem Thema gemacht habe, wo ich auch erzähle, was hier mein Job ist und womit ich hier in Thailand meinen Lebensunterhalt bzw. meine Brötchen verdiene. Problem zum gewissen Maßen, warum die Mai noch da geblieben ist, ist ihr Reisepass. Ne? Das ist ja auch ein Grund gewesen, warum wir zu dem jetzigen Zeitpunkt Laos besucht haben. War angedacht, wir wollten ja halt die Mai endlich mal wieder ihre Familie wiedersehen. Und ich, und das ist auch die Tage, hat das super funktioniert. Ich mache nochmal separates Video die Tage über Laos, über meine Wahrnehmung, was mir da besonders gut gefallen hat, das war einiges. Aber es gab auch so Sachen, wenn ich zum Beispiel mit Thailand vergleiche, was mir nicht so gut gefallen hat, aber dieses Video kommt ein paar Tage später auf diesen Channel. Ja, viele haben mir auch schon gemerkt, dass halt die letzten beiden Videos so teilweise ohne mich stattgefunden haben. Da war ich dann quasi schon auf dem Weg zu Thailand. Aber auf dem Weg zu Thailand, auf dem Weg nach Thailand, sorry. Die Mai hat dann fleißig ohne mich, sehr gut, Baby, sehr gut, Hilak, noch weiter gefilmt, mir die Videos geschickt, damit halt, und da wird auch noch ein bisschen was kommen, damit ihr noch ein paar mehr
Eindrücke von Laos bekommen. Aber zurück zum Thema Mais-Reisepass. Ihr wisst ja, in Deutschland oder in der Schweiz habe ich ja auch schon von Wartezeiten für einen neuen Reisepass gehört, wo ich mir dachte, oh mein Gott, was dauert denn da so lange? In Laos ist es ähnlich und in Laos ist es dann so, dass, das hat die Mai vor ein paar Jahren auch damals so gemacht, dass man halt eine Company engagiert, die halt dann quasi bei den Unterlagen mithilft oder viele kennen das auch in Thailand bei der Immigration, da bezahlt man einer Company Geld. Man sitzt normalerweise vielleicht viele Stunden da und wartet und im Endeffekt mit der Company ist man 20 Minuten wieder draußen. Das gibt es auch in Laos bei den ganzen Behörden. Und das letzte Mal, als Mai das gemacht hat mit einer Company, hat 10 Tage gedauert. Ne? Diese Company hat sie vor ein paar Tagen nicht erreicht. Sie hat eine andere engagiert und damit gab es nur Trödel. Erst sagten die, okay, das machen wir. Wir holen dich den und den Tag ab. Dann stand sie draußen an der Straße, sollte abgeholt werden. Niemand kam. Dieses Spiel hatten die mit Mai 2-mal gemacht. Und da habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt und habe gesagt, Baby, pass auf, guck mal, dass du deine alte Company erreichst, weil da hat alles gut funktioniert, da ging das schnell und da holen wir unser Geld zurück. Gesagt, getan, haben wir dann auch so gemacht. Die andere Company hat zwar ein bisschen rumgezickt, aber wir haben dann gesagt, passt auf, so läuft das nicht und dann haben wir die Kohle zurückbekommen. Da das jetzt aber alles ein bisschen Zeit gedauert hat, ist das halt nicht möglich, dass halt in der Zeit, wo halt die Mai oder wir gemeinsam da waren, dass wir gemeinsam zurückgehen konnten, weil naja, ohne Reisepass kommt Mai natürlich nicht nach Thailand. Gott sei Dank hat sie, wie schon angedeutet, diese alte Company, wo sie super gute Erfahrungen mitgemacht hat, erreicht. Die haben gesagt, gar kein Problem, wir fahren morgen los. Bild brauchen wir, Geld brauchen wir, wir fahren damit dahin, das ist schon alles passiert. Jetzt wartet sie auf den neuen Reisepass, also wenn das Video erscheint, wird das wahrscheinlich so sein, weil wir unsere Videos haben so ein bisschen, das ist nicht ganz live, haben so ein bisschen Nachlauf, wird das so sein, dass wahrscheinlich dann 2-3 Tage später, wenn das Video erscheint, bin ich ja auch schon ein paar wenige Tage hier in Thailand, ein paar Tage später Mai ihren Reisepass abholen kann und mir dann nach Laos folgt. Also halb so wild, gar kein großer Beinbruch, aber so ein bisschen schade, weil wir natürlich auch, klar, wir haben gemeinsam einige Zeit in Laos verbracht, aber es ist halt auch so, dass wir auch eigentlich gemeinsam wieder nach Thailand zurückgehen wollten. Nun ist es anders gekommen. Ich musste halt wegen meiner Arbeit und auch aus anderen Gründen halt dann schon mal vortuckern. Sie kommt danach. Das ist ganz einfach die Geschichte, damit ihr quasi Bescheid wisst, liebe Thailand-Community, und auch euch nicht wundert. Und schon mal das kleine Ankündigung. Was bei uns gibt es, wenn Mai wieder zurück ist, 3 riesengroße Veränderungen, welche auch gerade eine sich besonders auf den Channel hier von Shorty Thailand bemerkbar machen wird. Ne? Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Das eine hat halt mit einer beruflichen Veränderung zu tun und das zweite mit einem Location-Wechsel. Aber da wollen wir nicht zu viel verraten. Ist nur eine kleine Veränderung, aber das gibt es auch noch auf dem Channel hier. Werdet ihr alles mitbekommen. Ja, wie gesagt, das ist einfach das Ding. Ich bin jetzt hier in Thailand. In ein paar Tagen kommt die Mai-Nacht. Da freue ich mich schon drauf. Auch ein bisschen ungewohnt. Guckt mal, Leute, wir sind jetzt seit über 3 Jahren zusammen. Für die einen sagen, oh, ist das schon ganz schön lange. Die anderen sagen, oh, das ist ja gar nichts. Kann ich auch alles verstehen. Aber wir sind eigentlich so 0 auf 100 Beziehung. Seitdem wir zusammen sind, außer ein Tag, wo halt die Mai komplett nach Bangkok gegangen ist, für die Leute, die das Video nicht kennen, packen wir hier nochmal rein zum Angucken und deine Freundin abgeholt hat. Ansonsten sind wir fast 24 Stunden jeden Tag komplett aufeinander. Und das ist natürlich auch sehr, sehr speziell. Ich sag mal, das muss eine Partnerschaft erstmal überstehen, weil das ist auch so eine gewisse Herausforderung. Naja, jetzt sind wir ein paar Tage erstmal nicht direkt zusammen, von über eine gewisse Entfernung von, ich glaube, 600, 700 oder 800 Kilometer getrennt. Aber halb so wild, ich sag mal, sowas kann einer Beziehung auch mal ganz gut tun. Jetzt muss ich hier natürlich alles alleine machen, außer meine Arbeit.
mich selber bekochen, selber alles sauber machen, aber nur gut, in Deutschland war ich auch einige Jahre Single, da habe ich das auch hinbekommen, deswegen gar kein Problem. So, kurze Aufklärung und sonst noch was zu erzählen? Ich glaube nicht. Jetzt sage ich mal alleine, bis zum nächsten Mal auf den Channel von Ciao die Thailand und natürlich wie immer Peace, Love and Rock'n'Roll und abschalten und ein paar wenige Eindrücke bekommt ihr noch von Laos. Die Mai ist ja noch ein bisschen da, fleißig für euch am Film. Es war natürlich für mich so ein bisschen mehr Arbeit für die Leute, die kein oder kaum Englisch sprechen. Das ist ein bisschen noch mit Untertiteln zu versehen, aber das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Und jetzt abschalten. Ah, klappt gerade nicht, egal. Abschalten und passt auf euch auf, bleibt gesund. Peace. Ciao.